unfassbar, wirklich unfassbar. Jetzt holen wir aber erstmal den KF mit dazu, mein Bruder KF. Wie mache ich das jetzt? Hier steht 99 plus auf der Kamera. Hier, KF. So, Mignon, komm mal rein hier. Was geht da, Jutzer? Lass mich los. Was geht ab hier, ey? Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Ja, sicher. Guck mal hier, ich bin schon auf der Premiere am Ackern. Na klar. Sehr professionell, Bro. Sicher, ich bin organisiert, Mann. Ich bin organisiert. Ich bin noch auf Cubase. Haben wir heute Abend Release oder was? Bro, wir haben einen Song gemacht. Ich mein's richtig ernst. Dieser Song ist nicht normal. Ich glaube es dir, mein allerbester Jutzer. Jetzt gerade, wirklich, bevor ich live gegangen bin, ich liebe diesen Song so sehr, Alter. Wirklich, der ist krank geworden. Ich freue mich übelst, dass man den ab morgen einfach halt so easy anmachen kann. Weißt du, nicht mit in Dropbox und bla, sondern man geht einfach bei Spotify, zack, auf schnelle Welle. Das ist so verrückt. Wir haben angefangen mit dem Song in Mallorca und gemeinsam haben wir ihn fertiggestellt. Und ey, ohne Scheiß, was ist für eine Magie? Was da für eine Magie rauskommt bei dem Song, das ist einfach crazy. Ja, Mann. Ich freue mich, Alter. Ich bin übelst gespannt, was ihr alle zu dem Video sagt. Ich checke hier auch mal gerade so ein bisschen die Kommentare ab, was hier so los ist. Kann man das hier so ein bisschen runter machen? Ja. Crazy, Alter. Woher kennt ihr euch? Boah, von wo kennen wir uns? Ich weiß gar nicht, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. 2013, 14 oder so? Boah, ich glaube, das erste Mal haben wir uns gesehen, na, ich war sehr jung, Mann. Ich war Video echt. Day. Ich glaube, das waren Video Days oder sowas ähnliches. Irgend so eine. Ist ernsthaft? Boah, krass. Da war ich richtig jung, Bro. Da war ich, glaube ich, sogar 12. Oder wer Video. Da war irgend so eine Party auf jeden Fall, wo wir danach zusammen in der Schlange standen. Das weiß ich noch. Aber das ist überlange her. Und Okay. danach halt haben wir uns immer wieder gesehen, so, aber so richtig gesehen und dass man irgendwie mal miteinander was zu tun hatte, war dann auf irgendwelchen Festivals oder so, wo wir beide gespielt haben. War ich besoffen auf der Party? Nee, ne? Nee, da warst du auch noch zu jung dafür. Ich weiß gar nicht, ob ich selber besoffen war. Ich glaube nicht. Ich war wahrscheinlich selber erst 17,5. Nee, auf jeden Fall haben wir uns echt oft auf diesen Festivals getroffen und so. Und ich hoffe, das geht bald wieder richtig los. Dann können wir unseren Ja, Song. Mann. Ey, wir spielen so viele Sachen zusammen. Es wäre so geil, wenn wir den Song dann einfach live zocken können. Ja, Mann. Ey, die Kombi ist unfassbar. KF und Mike Singer. Wirklich, also einer meiner Traumfeatures, Bro. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Geil, Mann. Was geht hier ab? 1400 Leute, ey, ihr schwappt ja wohl gleich alle mal rüber auf die YouTube-Premiere. Wenn ihr noch nicht habt, dann macht mal nebenbei am Laptop das Video auf. Dann könnt ihr alle direkt das Video reinziehen als allererstes. Geil, dass ihr alle hier wach bleibt. Das ist doch einfach nur schön. Ich bin so gespannt. Schaut mal, Wie Leute, gesagt. einfach hier, ich zeig mal ein Tutorial, wie das geht. Mike Singer, KF, zack, bei YouTube Kommt schon eingeben, ganz oben, glaube ich, ne? Ja. kommt direkt ganz oben hier. Das Ah, Dritte ist hier, das. hier ist die Premiere. Direkt auf die Premiere drauf und gleich geht's los. Also wenn wir gleich offline gehen hier, 10 Minuten noch, denke ich, in 10 Minuten. 10 Minuten, Alter. Ey, das Ey. ist so krass. Wir haben jetzt so lange dieses Ding rumliegen, Leute. Das müsst ihr euch vorstellen. Wir haben den Song ja schon jetzt ein bisschen länger irgendwie in der Pipeline und dann ging es irgendwie, okay, wann machen wir Video, wann hauen wir es raus, bla bla bla. Und jetzt ist einfach, in 10 Minuten ist einfach soweit. Also ich freue mich so hart, Mann. So ein geiler Track geworden einfach. Liebe den Song auch. Wenn ihr den Song auch so liebt, ihr müsst den unbedingt in eure Playlisten packen. Teilt ihn mit euren Freunden, Familie, mit allen. Und ja, Mann. Mike, willst du mal bei Let's Dance mitmachen? Wird hier gefragt. Weiß nicht. Würdest du? Ich kann halt nicht tanzen. Oder echt nicht? Steffi sieht zu. Was geht ab? Steffi Ey, warte mal. Steffinghausen, Alter. Als wir im Studio waren, danach waren wir noch in der Bar. Bei einem sehr guten Kumpel von mir, da hat der Kai sehr laut Musik angemacht und ab und zu Was? und Shaker raus, wo ich dachte, okay, der kann tanzen. Was? Ich weiß von nichts, Alter. Ich weiß von gar nichts. Aber ich rate euch auf jeden Fall, geht nicht mit Mike Singer trinken. Es könnte ausarten, auf jeden Fall. Könnte ausarten, ja. Ihr könnt euch auf jeden Fall an, ihr könnt euch auf jeden Fall vielleicht am nächsten Morgen nicht mehr an alles erinnern. Das könnte passieren. Kai, mach mal bei DSDS mit. Weiß ich jetzt nicht. Wenn dann in der Jury auch so. Wie... Kandidaten deinen Song gesungen, ne? Ich würde lügen. Ja, stimmt. Die haben ein bisschen reingeschissen mit dem Text, ne?
Ja, die kann alle auswendig leider, ja. Bei Dingens war das bei, das war schon in dem, was war das denn? War das irgendwie so Viertel, Achtelfinale oder irgendwas? Das war auf jeden Fall irgendwo. Das war im Fußball, Bro. Ja, genau. Auf Mykonos. Ja, Mann. Die haben ein bisschen reingeschissen. Euer Konzert war mega. Seid ihr auch nach Hause gekommen? Ey, Freunde, ihr müsst euch überlegen, wir sind nach Hause gekommen. Also wir waren im Studio, sind dann zu mir gefahren, sind in eine Bar, also wir haben eine richtig coole Zeit gehabt. Und dann sind wir, glaube ich, bis um 6 Uhr morgens oder so hier bei mir zu Hause noch im Studio geblieben. Ja. Vorher ist noch kurz mein Auto kaputt gegangen, das war auch wild. Und dann meinte Mike einfach, ja, Penner war bei mir, chillig. Und auf einmal war irgendwie 4 Uhr morgens und wir haben am nächsten Tag direkt nochmal angefangen, Songs. Nee, das war ja gar nicht nächster Morgen, das war ja noch an dem Abend. Also ich muss euch mal, wir waren im Studio, haben den Song fertig gemacht, waren dann unterwegs, dann war auf einmal, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, auf einmal war Weißwein Sprite, war auf, stand auch immer auf dem Tisch. Ja. Einmal war es einfach da und ja, dann haben wir auf einmal den nächsten Song direkt angefangen. Es wird auf jeden Fall wild, ey. Also Lass mich los wird auf jeden Fall nicht der letzte Song von uns sein. Nee, das ist nicht. Und yes, also ich würde mal sagen, in 7 Minuten geht's los und ich glaube, gleich startet auch die Premiere. 5 Minuten, oder? Davor. Ich weiß nicht, ob die auf 0 Uhr getimt ist oder auf kurz vorher. Ich glaube auf 0 Uhr. Ah, okay, dann können wir noch ein bisschen chillen mit euch. Weil ab 0 Uhr kommt dann nochmal der Countdown. Wollt ihr eine Boyband aufmachen? Haben wir doch. Hier um 0 Uhr. haut mal Namen für eine Boyband hier rein. Haut mal Namen rein, ja. Kai, du musst öfter live gehen. Ich weiß doch, Sikachin, ich weiß doch. Muss ich echt mal öfter machen. Ich habe das auch in letzter Zeit echt vernachlässigt, aber wenn man so oft im Studio ist und so, da... Man will ja auch nicht immer direkt alles zeigen. Genau, das stimmt. So, Freunde, habt ihr auch Fragen oder schickt ihr nur Herzchen? Ganz viele. 6 Minuten noch. 6 Minuten. Marlene hat gleich Geburtstag. Perfekt, Leute. Ein weiterer Grund zu feiern, weil Marlene hat gleich Geburtstag. Also auch darauf ein Hip-Hip-Hurra. Was gibt es denn hier noch so? Was kann man hier noch so machen? Ich kann Abzeichen kaufen, mein Allerliebster. Ich kann für 99 Cent kann ich jetzt ein Herz kaufen bei dir, Mike. Ich habe das eigentlich ausgeschalten, aber irgendwie... Kauf jetzt ein Herz für 99 Cent für dich. Boah, geil. Dankeschön, Bro. Ja, wir haben schon 10 Dollar. Jetzt kann ich uns einen Döner holen. Yes. Bist du noch da, Bro? Jetzt bin ich weg? Nee, jetzt so bin ich ja da. Namen. Ja, ich bin da, ich bin da. Ich musste nur kurz Herz kaufen. Ach so, wild. Dankeschön, Bro. Ey, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe für Schlatten Abzeichen gekauft. Wir müssen so diesen Song Gold machen, Boys. Das sehe ich auch so, meine Damen und Herren. Denn ihr müsst gleich mit dem Namen die Kommentare voll spammen, okay, Leute? Nicht in den Livestream-Chat bei YouTube, sondern in die richtigen Kommentare, okay? Ich bestelle euch eine Pizza. Ey, dieser Song ist nicht normal. Oh mein Gott, ich freue mich so, dass er jetzt rauskommt. Ich weiß, bei mir hängt der Chat. Bei mir ein bisschen nur, ja. Oder wir kriegen keine Nachrichten, das kann auch sein. Pietro, Bro, was geht? Pietro, schickt alles rüber. Machen wir. Du schickst das dem Pietro, Mike, ja? Ja, machen wir auf jeden Fall. Wie lange habt ihr für den Song circa gebraucht? Sag du mal was dazu. Wie lange haben wir gebraucht? Also, der Song war im Sommer letzten Jahres so, ich sag mal, bei 40%. Und als du dann kamst, ich glaube, 2 Monate später oder so, war das so ja. Irgendwie? Oder später, haben wir ihn direkt an dem Abend auf 100% bekommen. War so geil. Ja, das war echt crazy, ey. Aber wie lange es genau gebraucht hat, ich weiß nicht, 3 Tage Arbeit oder so? Der Song war schon echt relativ schnell auf einem krassen Punkt, sag ich mal. Ja. Und der P ist gerade mit Chris, habe ich gesehen. Liebe Grüße an Chris. 1.7. in Dortmund, geil. Ja, und bist du dabei bei der Emotions Tour, Bro? Kommst du vorbei? Tave, was spielst du denn hier? Weißt du was? Boah, das weiß ich gerade nicht genau, Bro. Gucken wir gleich nochmal. 4 ja. Minuten. Scheiße, Leute, noch 4 Minuten. Nimm Dumbi auf den Arm jetzt, Mike. Los. Oh Gott, der miaut mich wieder an, wie keine Ahnung was. Er hat keinen Bock mehr, dass ich ihn streichle oder sonst was. Der ist in der Pubertät. Der fuckt sich richtig ab.
Gibt's noch mehr Songs von euch beiden? Nein, das ist der erste Song von uns beiden. Aber nicht der letzte, meine Damen und Herren. Last one. Nein, nein, nein. 3 Minuten. Wann kommen die VIP-Tickets? Fragt Hanna. Mike, jetzt sag doch endlich. Ein bisschen aufgeregt, Mann, wirklich. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Die VIP-Tickets kommen bald. Keine Sorge. Ich werde es auf jeden Fall noch früh genug sagen. Du nervst, Mike. Ich weiß, ich nerv immer. Jeder. Aber das gebe ich noch so. Mathis fragt, wann kommen die Feelings-Pullover? Die kommen auch heute Nacht, 0 Uhr, geht's online. Gibt's Wild. Mathis, Leute. Ein Bro. Ich muss mir einen bestellen. Ach Quatsch, ich schick dir einen rüber. Willst du so einen roten haben oder wartest du lieber auf die? Nee, ich schick dir einen anderen. Ich schick dir so einen anderen Nee, rüber. rot. Rot feiere ich sehr. Dann schicke ich den roten. Okay, ich schicke dir dann die ganze Kollektion von Bless My Demons. Deal. Deal, Bro. Geil, Mann. So, 2 Minuten noch. Oh mein Gott, okay, was sollen die Leute denn in die Kommentare schreiben? Ich sage immer ihre Lieblingszeilen. Also gebt euch mal den Song einmal komplett und ballert das rein, was ihr die Zeilen, die ihr am geilsten fandet. Stark, sehr gute Idee. Also Leute, eure Lieblingszeilen in die Kommentare bei YouTube. Also nicht in den Live-Chat, gerne in die Kommentare, dann können wir es uns auch lange durchlesen. Hauptsache bald ein Konzert von euch. Auf jeden Fall Okay. sehr, sehr. Bro, ich liebe übrigens die Cap. Ich habe die so oft an, Alter. Ich weiß doch, Mann, so nice. Kannst du die mir dazu packen? Meines Hast du die verloren? Ne, ich hab die immer noch, aber da ist so ein schwarzer Streifen, keine Ahnung von was. Ja, ich pack dir noch eine dazu, wir haben noch welche. 1 Minute, Leute, 1 Minute. Okay, Freunde, geht jetzt alle auf YouTube. Mike singt und KF, lass mich los und nicht vergessen, eure Lieblingszeilen mit reinschreiben. Hier sind auch schon voll viele in der Premiere am Chillen, Alter. Jetzt müssen wir hier so doppelt gemoppelt, müssen wir jetzt hier eigentlich die Kommentare checken. Ey, Bro, wir sind im Chat auch dabei, oder? Ja, ich bin hier schon die ganze Zeit dabei. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt offline bei Insta, oder? Kommt Kommt alle. rüber zur YouTube-Premiere. Wir sind da jetzt am Start, kommentieren, quatschen mit euch. Und es dauert jetzt auch nicht mehr lange. Ich glaube, in 1 Minute ist das Video online. Okay, wir lieben euch. Ciao, ciao. Kommt rüber, bis gleich. Ciao, ciao.